Liebe Vereinsmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Marktheidenfeld, an dieser Stelle hören normal 140 bis 150 Gäste und Mitglieder zu und wir sitzen nach dem Jahrtagsgottesdienst im Hotel zur schönen Aussicht. Diesmal kann ich es nicht sagen, wie viele zuhören oder sehen. Nur eines ist bekannt, es bleibt im World Wide Web bestehen. Wie es Tradition ist, möchte ich an dieser Stelle auch unseren verstorbenen Kameraden gedenken, die auch im letzten Jahr von uns gingen. Wir werden allen ein ehrendes Andenken bewahren. Rückblick, Ausblick. Januar 2020. Unser Jahrtag, alles normal. Die ganze Welt funktioniert im Takt. Wir verabschieden unsere Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder, blicken auf den Baufortschritt vom Feuerwehrhaus im Video festgehalten. Februar, Faschingszug abgesperrt, Feuerwehrnormalität, Einsätze, Übungen, Besprechungen, Vereinsabende. Mitte März, Lockdown. Auch für unsere Feuerwehr musste vieles geändert werden. Besprechungen via Web, Stammtisch, über den Bildschirm, man gewöhnt sich fast an alles. Letztendlich sogar Ausbildungen übers Netz im Netz. Vielen Dank an alle, die das so möglich machen. April, Mai. Langsam scheint es aufwärts zu gehen. Mal ein Eis für die Family in der Eiscrash-Maschine im Feuerwehrhaus. Auf Abstand. Alles skurril. Im Sommer keine Lorenzi-Messe, keine Lorenzi-Abende für uns. Das fehlt schon ein wenig. Keine Feuerwehrfeste und bald war es Herbst. Wieder Lockdown, diesmal light. Kein Weihnachtsmarkt, keine Weihnachtsfeier. Die Pandemie zeigt allen Grenzen auf. Aber wir als Feuerwehrleute müssen letztendlich, und das haben wir schon öfters erlebt, nach vorne blicken, die Aufgabe annehmen. Ein Spruch hing lange im alten Feuerwehrhaus: Sicherheit vor Schnelligkeit. Denke auch in der jetzigen Zeit mit dem richtigen Abstand zielführend. Ziele haben wir auch im neuen Jahr. Wir möchten im möglichen Rahmen im September das Feuerwehrhaus, das Aushängeschild, das Bauprojekt weit über die Stadtgrenze hinaus feierlich beziehen. Mehr kann man leider im Moment noch nicht sagen. Ein wenig planen wir aber schon. Auch finanziell wird der Verein etwas beisteuern zu diesen schönen Räumen im neuen Feuerwehrhaus. An dieser Stelle danke an euch alle, den aktiven, passiven und fördernden Mitgliedern und unseren Jugendlichen für euren Dienst in und für die Feuerwehr der Stadt Marktheidenfeld. Normal würde ich jetzt sagen, ein Musikstückle von der Hafen-Lordal-Kapelle und das Mittagessen wird aufgenommen. Hoffe, ein kleiner Snack steht bei euch bereit und lasst uns anstoßen auf die, die normal an dieser Stelle für 30- bis 70-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt werden würden. Wir holen das nach. An dieser Stelle bleibt dran, übt, wenn im Moment als Fernunterricht, kommt zum Einsatz, wenn ihr gebraucht wird. Bleibt gesund, haltet euch an die Regeln. Wir werden uns hoffentlich bald alle wiedersehen. Auf der Dachterrasse des Feuerwehrhauses, des neuen Feuerwehrhauses, bei untergehender Sonne, mit dem Wahlspruch Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, darf ich schließen. Liebe Kameraden, liebe Freunde der Feuerwehr, ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. Normalerweise würden wir uns heute in geselliger Runde treffen, das vergangene Jahr Revue passieren lassen und unseren Jahrtag feiern. Aber was ist schon normal momentan? Hätte uns vor einem Jahr jemand erzählt, dass wir unseren 154. Jahrtag nur online veranstalten können, wir hätten es ihm nicht geglaubt. Als Feuerwehrfrauen und Männer sind wir es gewohnt, mit Gefahrensituationen umzugehen und das Beste daraus zu machen. Ich glaube, das ist uns auch im letzten Jahr gelungen. Schon im zeitigen Frühjahr haben wir die ersten Online-Ausbildungen angeboten und jetzt im Herbst einen Stand erreicht, der sich sehen lassen kann, auch über die Stadtgrenzen der Stadt Marktheidenfeld hinaus. Wir sind uns aber auch der Verantwortung für die anderen Wehren bewusst. So bieten wir diese Ausbildung auch für unsere Stadtteile mit an und unterstützen die Kreisbrandinspektion nach bestem Können, um auch auf dieser Ebene eine qualitativ gute Ausbildung anzubieten. Aber lasst uns lieber voll Vorfreude auf die Zukunft blicken. Die Gespräche mit unserem Bürgermeister und dem neu gewählten Stadtrat sind mehr als zuversichtlich. Und ich freue mich jetzt schon auf weitere Planungen
um die Feuerwehr weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen. Mit dem mittleren Löschfahrzeug, das in Kürze ausgeliefert wird, können wir endlich eine Lücke in unserem Fuhrpark schließen und sind wieder voll einsatzbereit. Das Highlight diesen Jahres wird aber mit Sicherheit die Feuerwache werden. Noch ist es eine Baustelle, aber sie geht voran und bis Mitte des Jahres soll sie bezugsfertig sein. Ich denke, hier setzen wir einen Meilenstein für die Zukunft, auf den wir noch viele Jahre stolz sein können. Und so möchte ich euch zum Schluss nicht nur unseren Wahlspruch Gott zur Ehre, dem Nächsten zur Wehr zurufen, ich möchte ihn noch um ein weiteres Zitat ergänzen. Ja, wir schaffen das. Gemeinsam schaffen wir das, wenn wir uns aufeinander verlassen und miteinander den Weg gehen, haben wir ein gutes und erfolgreiches Jahr 2021. Ja, liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, ich grüße ganz herzlich zum ersten virtuellen Feuerwehrjahrtag der Feuerwehr Marktheidenfeld. Grüße ganz herzlich im Namen der Stadt Marktheidenfeld, Grüße im Namen des Stadtrats, der Stadtverwaltung und natürlich ganz persönlich zu diesem doch besonderen Jahrtag. Ja, diese Grüße möchte ich gleich verbinden mit dem Dank an euch alle, an die Einsatzkräfte der Marktheidenfelder Wehr, an euch alle für euer Engagement, für euer persönliches Engagement, für dieses ehrenamtliche Engagement im Namen aller Bürger der Stadt, für alle Bürger der Stadt. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch alle. Ja, was war in 2020? 2020, ein Jahr, in dem ich ins Amt gekommen bin, wollte gern viel mehr persönlich bei euch, auch ja, bei meiner Feuerwehr sein, wollte mit euch auch mehr mitleben, aber das hat uns leider diese Pandemie nicht erlaubt. Was wir hatten in 2020 war die Verabschiedung des Feuerwehrbedarfsplans durch den Stadtrat der Stadt Marktheidenfeld einstimmig. Das gibt uns Sicherheit für die nächsten Jahre, was wir beschaffen müssen, was wir für euch beschaffen müssen, was wir beschaffen dürfen auch an der Stelle und natürlich auch Sicherheit im Einsatzwesen unserer Wehr. Was passiert 2021? Wir schaffen ein Fahrzeug an für die Einsatzbereitschaft der Wehr und natürlich 2021 für uns alle ein großer Moment, den wir auch hoffentlich alle persönlich erleben dürfen, ist natürlich die Übergabe, die Einweihung unserer neuen Feuerwache, eurer neuen Feuerwache, die die Einsatzbereitschaft natürlich hier nochmal verstärken wird, die natürlich auch die Einsatzmöglichkeiten verbessern wird und die auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung beste Möglichkeiten bietet und natürlich die schönste Feuerwehrterrasse wahrscheinlich deutschlandweit, auf der man dann nach den Aus- und Weiterbildungs der Thematik wirklich auch mal zusammensitzen kann, die Kameradschaft pflegen kann und hier natürlich mit dieser Feuerwache auch wirklich in die Zukunft schauen kann. Mir persönlich gefällt sie sehr gut. Ich bin gespannt auf den weiteren Ablauf des Baufortschritts. Ich bin gespannt, ja, wie wir uns dort einleben werden und möchte mich nochmal bei euch allen ganz, ganz herzlich bedanken für euer Engagement, für eure Mithilfe, für eure Unterstützung im Namen aller Bürger der Stadt Marktheidenfeld. In diesem Sinne, alles Gute und bleibt gesund. Liebe Aktive und Vereinsmitglieder der Feuerwehr Marktheidenfeld. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, zu Ihnen zu sprechen. Gerade in diesen besonderen und fordernden Zeiten ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen allen, die Sie Dienst in einer unserer wichtigsten Blaulichtorganisationen im Landkreis tun, zu danken. In den letzten Monaten konnten wir als Behörde auf vielfältige Unterstützung von dem Roten Kreuz, dem THW und der Feuerwehr bauen.
Viele Ehrenamtliche haben sich hier eingebracht und tun es noch immer. Wir können sehr froh sein, dass diese gelebte Solidarität in unserem Landkreis für viele Menschen so selbstverständlich ist und dies nicht erst seit Corona. Auch die Feuerwehr Marktheidenfeld ist nun schon seit mehr als 150 Jahren ein wichtiger und verlässlicher Partner für die Menschen vor Ort. Sie gehören zu den ältesten Wehren in unserem Landkreis. Sie dürfen stolz darauf sein, was hier über so viele Jahrzehnte hinweg geleistet wurde. Allein im letzten Jahr hatten sie knapp 170 Einsätze und das, obwohl die vielen großen Veranstaltungen, die sie regelmäßig absichern, nahezu komplett ausfallen mussten. Rechnerisch musste ihre Wehr damit 2020 nahezu jeden zweiten Tag ausrücken. Ohne Frage, den Einsatzkräften wird hier viel abverlangt. Neben den Einsätzen erfordern im Normalfall auch die regelmäßigen Übungen einen hohen Zeitaufwand. Die Verantwortlichen ihrer Wehr haben hier im letzten Jahr neue Wege beschritten und zahlreiche Online-Veranstaltungen angeboten, die sehr gut angenommen wurden. Diese ersetzen sicher nicht die gemeinsamen praktischen Übungen, aber sie vermitteln theoretisches Wissen und, was vielleicht noch wichtiger ist, ein Stück Gemeinschaft. Denn gerade die gelebte Kameradschaft ist es, die unsere Wehren auszeichnet. Im Einsatz muss sich jeder auf den anderen verlassen können. Ein Rädchen muss in das andere greifen. Niemand arbeitet für sich allein. Dieses Wir-Gefühl ist der Motor, der unsere Wehren zu Höchstleistungen beflügelt. Wie wichtig Ihre Wehr für die Marktheidenfelder ist, das zeigt auch Ihre neue Feuerwache. In diesem Jahr wird diese hochmoderne Einsatzzentrale fertig werden und damit die Bedingungen für Ihre Arbeit nochmal deutlich verbessern. Prägnant stellt sich das Gebäude auch nach außen dar und ist damit sicher auch ein guter Werbeträger für die Marktheidenfelder Wehr. Ich hoffe sehr, dass es in diesem Jahr möglich ist, die neue Wache im größeren Rahmen offiziell zu übergeben. Ich freue mich schon auf die vielen persönlichen Gespräche mit Ihnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen für Ihre großartige Arbeit und Ihr Engagement. Kehren Sie immer wohlbehalten von Ihren Einsätzen zurück. Und bleiben Sie gesund.